macht es auch keinen Sinn, wenn man nichts sieht. Das ist ja auch scheiße. Ja. Alter, ja, da weiß ich gerade auch voll. Hättest du auch gar nicht überlebt, hier zurückzukommen. Ja, keine Ahnung. War sehr traurig, war sehr unnötig auch, fand ich. Hm. Hättest du den Wagen wenigstens da gelassen, oder? Ja, aber trotzdem keine Ausdauer, das ist cold. Und ich bin nicht rested, also. Ja. Aber eigentlich war das Ende so ein bisschen eigentlich, wie wir schon gesprochen haben. So, warum nehmen die sich nicht zumindest Notfallpakete mit zu essen? Warum angeln die nicht an den und den Stellen? Also es war halt. Es ist halt genau das passiert, was ich halt geahnt hatte. Oder wie? Ich will halt gar nicht sagen, dass ich da irgendjemand, ne? Keiner muss seine Gesundheit riskieren und so, bei Gott nicht, aber. Im Endeffekt denke ich mir aber, so, weißt du was? Viel besser oder anders machen können. So. Bei aller Vorbereitung und all dem ganzen Quatsch, für mich haben sie mir das Gefühl gegeben, als wenn sie es provozieren, dass das passiert. Und das ist das, was mich nervt. Ja, das glaube ich noch nicht mehr. Ich glaube, die haben einfach nur Spaß gehabt und dann war gut. Aber ich weiß zumindest, worauf die hinaus will. Allein dieses scheiß Geweih mitnehmen. Ja. Keine Ahnung. Und dann auch immer gleich dieses sofortige. Ja, heute wird wohl ein essensloser Tag oder so. Wo ich gleich wusste, okay, die wollen gar nicht erst versuchen. Das hat mich dann so innerlich so aufgeregt. Ja, da bin ich tatsächlich bei dir. Da haben sie sich dann zum Schluss sehr gehen lassen. Auch so mit der Mentalität so. Das haben sie sehr. Nimm mal nicht das Normale, nimm mal das Corvo zum Feiern, weil wir brauchen das gerade eh nicht. Achso, okay, ja, sorry, jetzt ist es zu spät. Ja, alles gut, aber. Ich glaube, wir brauchen gerade nicht so viel Corvo, wie wir haben, deswegen. Ja. Ja, ich bin aber bei dir. Es hat sich irgendwann so ein bisschen angefühlt, als ob sie sich mental. Zumindest Fabio, Otto. Ich glaube, Otto hätte das auch noch 5 Tage weitergemacht, wenn ich ehrlich sein soll. Aber gut, jetzt wusste ja auch Ottos Hintergrund und so, ne? Der ist es ja eh anders gewohnt und so weiter und so fort. Alles cool, aber. Ja, mich hat. Ja, es sind viele Sachen. Wie gesagt, das mit dem Fischen, warum nicht gefischt? Oder. Halt nicht anderes Essen oder so. Oder warum dieser See? Also, wo hat das Not getan? So. Und so weiter. Also, es gab da schon tatsächlich. Ich sag nur 5 Stunden lang enden. Ja, mehr sag ich Gott, das ist absolut Bullshit. Und was habe ich noch zu dir gesagt? Warum haben sie eigentlich nicht dieses scheiß Floß mitgenommen, damit sie damit dann auf den See können und die Enten rauszufischen? Das ist wirklich. Ja. Das ist, Nur kommen at this point. Ich meine, das Einzige, was ich tatsächlich verstehe, dass Otto sagt, das hätte er wahrscheinlich nicht getroffen. Wobei man da auf der anderen Seite als Elite-Soldat solltest du nicht zumindest eine Ente treffen, die mir einfach nur float. Egal. Ne? Ist ja der Sportgewehr und so, ist ja dann auch nicht militärisch und alles gut so. Aber ja, ey, keine Ahnung, ich finde, die haben sich. Ich finde so die letzten 2-3 Tage, also Tage, jetzt nicht auf Tage, sondern auf das, was wir gesehen haben, auf Zusammenschnitte, war also die letzten 2-3 irgendwie. Episoden. Ja, Episode. Ja, doch, Episode kann man sagen. War so, boah, irgendwie schwierig, Freunde. Auch so die Entscheidung und so, weiß ich nicht. Bin ich ganz ehrlich, konnte ich nicht immer alles nachvollziehen. Ja. Keine Ahnung. Und ich finde, wenn du es dann mal gesehen hast, da können wir ja nochmal quatschen. Ich finde, Otto hat es auch so ein bisschen anklingen lassen. Dass er so im Nachhinein mit so ein paar Entscheidungen auch nicht glücklich war.
Es ist natürlich. Kann ich, die waren dass das, er deswegen auch frustriert war, du hast es ja selber angeteasert durch seinen Hintergrund, kann ich mir auch nicht vorstellen, dass er damit zufrieden war. Er hat viel auch reagiert auf Fabio in einem Moment. Ja, ja, Otto hat klipp und klar gesagt, das ist hier Team und er will jetzt nicht weitermachen und so. Und er hat gesagt, wir haben von vornherein gesagt, wenn das halt nichts wird, dann. Wenn halt einer abbrechen muss, Gesundheit, dies, das, dann brechen wir halt ab. So, ist okay, ja. Verstehe ich. Ist ein Teamprojekt, alles cool. Ich glaube nur, gut, jetzt muss man aber dazu sagen, ich will jetzt Otto gar nicht zu sehr als der Heilsbringer, weil Ottos Idee war, der sah scheiß See. Aber ey, ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, ich glaube, Otto hätte ein paar Sachen anders gemacht, wenn er alleine gewesen wäre. Ja. Was jetzt, wie gesagt, ich möchte jetzt nicht den Fabio die Schuld zuweisen, das bei Gott nicht, weil die Idee mit dem Fluss war, mit dem See war Ottos Idee. Aber ich glaube, er hätte schon, und ich glaube auch, Otto hätte das zu Ende gekriegt, wenn er es alleine gemacht hätte. Oder wenn er alleine weiter. War ja auch ganz, ja gut, aber das ist, glaube ich, von vornherein klar, weil ich auch ganz klar sagen muss, ich glaube, er wäre auch ganz anders gelaufen und hätte ganz andere Stops gemacht und er hätte seine Kraft ganz anders eingeteilt und so. Das ist alleine ist halt immer, ja. Ja, ich also mein größtes Problem ist einfach dieser scheiß See, den ich erstens nicht nachvollziehen vollzogen ja, habe. Ja. Da kommen wir ja. Und zweitens, wo sie meiner Meinung nach auch spätestens nach dem zweiten Tag, man sieht keine Fische, Enten nur am Ende, dies und das. Meiner Meinung nach hätten sie es für uns Zuschauer und für sich selbst anders haben können, indem sie einfach gesagt haben, okay, lass uns weitergehen. Sie haben sich meiner Meinung nach, und das ist das tatsächlich, was ich, wenn ich das als Zuschauer darf, den ankreiden würde, viel zu sehr auf diesen scheiß See dann versteift. Ja, ja. Aber das ist auch tatsächlich das Einzige, wo ich sagen würde, das hätte ich komplett anders gemacht. Sonst sind es eigentlich Kleinigkeiten, aber dieses, dieses Versteifen wow. Auf, jetzt hängt das da in der Luft, das ist so ernst. Das Versteifen ja. Auf eine Sache oder auf dem See, der ja dann nicht funktioniert hat, das oh. Ist, tatsächlich das, was ich, glaube ich, am meisten ankreiden würde. Wenn ich was zum Ankreiden hätte. Tja. Und ich glaube auch tatsächlich, dass uns das als Zuschauer noch ein paar schöne Folgen gekostet hat. Hast du jetzt eigentlich schon Seven vs. Wacky oder bist du jetzt gar nicht? Okay. Ich krieg zwar immer mal. Kann es sein, dass du voll bist, dass ich guck, warum nicht? Nee, ich bin noch nicht weitergelaufen. Achso. Ich würde jetzt voll. Hm. Ich auch gleich wieder. Ich, ja, meine Hacke ist so. Eigentlich wusste ich noch nicht zurück. Ich habe noch die normale. Ich hab beide dabei, ja, deswegen. Ich krieg zwar immer, also gerade, ich weiß nicht warum, mein Facebook-Feed sagt gefühlt nach jeder neuen Folge, was jetzt schon wieder ist, oder wenn dieser eine Mensch. Ohne so justiziabel zu werden, sich da meldet, dann hat mein Facebook-Feed immer, er hat wieder was gesagt und hier Kritik und da, wo ich nicht weiß warum, aber aus irgendeinem Grund meint mein Facebook-Feed, das ist interessant für mich. Aber ansonsten ist das alles. Ich kriege davon nichts mit und es ist mir auch wirklich, es interessiert mich nicht. Es interessiert mich null. Ich weiß auch nicht warum. Vielleicht liegt es wirklich nur an dieser einen Person, aber es interessiert mich nicht. Habe ich da jetzt einen Punkt gesetzt oder nicht? Ich sehe es nicht, du bist genau da drauf. Keine Ahnung. Da finde ich tatsächlich hier, wie heißt das, was ich jetzt gesehen habe mit Otto, wo Otto mitmacht, Arctic Warriors oder was? Ja, das habe ich schon gesehen. Ja, das habe ich noch nicht gesehen, aber das interessiert mich tatsächlich. War ganz cool. Das ist schon vorbei. Aber, ja, das ist schon lange vorbei. Ja, ich habe doch jetzt erste Werbung gesehen. Gibt es da ein neues Teil, einen neuen Teil von oder so? Vielleicht gibt es da was Neues, ja, das weiß ich jetzt nicht, aber... Oh, jetzt komme ich auch wieder back. Ich habe da jetzt auf jeden Fall jetzt das erste Mal Werbung von mir gesehen. Auf Paramount oder wo das läuft? Also vielleicht gibt es da eine neue Staffel von mir. Ja, das ist in Kooperation mit Paramount. Also du kannst es da natürlich früher sehen.
Ja, das hört sich aber stark daran, dass es das alte ist, was du. Ja, keine Ahnung. Ich hab da jetzt auf jeden Fall, ja, ich weiß gar nicht, wo, bei YouTube oder was? YouTube? Kann möglich sein, das ist sogar YouTube. Ja. Ein Otto da steht in seinem Schneeanzug, dann irgendeine Frau rechts von ihm und noch irgendjemand links und ja. Ja. Soll ich schon mal mit dem Karren zurück, oder? Ich hätte noch eine komplett heile Hacke, ne? Also eigentlich. Ja, ich komme wieder. Ich repariere und bring's gleich wieder mit zurück. Ja, dann. Aber macht aber auch keinen Sinn, weil es wird eigentlich dunkel, also eigentlich konnte ich mitgehen. Ja. Man kann sich auf jeden Fall angucken. Ist aber stärker wie Seven vs. Wild als der Liebe vielleicht. Ich habe ja nichts per se gegen Seven vs. Wild. Ich finde aber eigentlich, ich fand die war das Bali oder wo sie da waren? Das habe ich zwei oder drei Folgen geguckt. Das fand ich langweilig. Panama, ja. Das fand ich einfach nur langweilig. Ja, und gut, ne, dann die Person, die das mehr oder weniger, auch wenn das absoluter Bullshit ist und nicht stimmt, aber Quote erfunden hat, nach dem, was die so gesagt hat, ne, Seven Wars reißt mich nicht. Und ich muss auch fairerweise sagen, die Teams interessieren mich nicht. Mich interessiert da einen Papa Platte nicht, mich interessiert da, weil ich Knossi nicht auch wieder dabei. Ja, ja, natürlich. Die interessieren mich alle nicht. Alle null. Ja, ich sag mal so, vor allem in Anbetracht dessen, was so die ersten Folgen passiert, hat es sofort bei mir aufgehört, das Interesse, muss ich sagen. Ich gucke es jetzt zwar noch so ein bisschen weiter, aber eigentlich richtig Lust habe ich auch nicht. Also. Ach, hört sich nicht nach Qualität dann an. Nee. Ich meine, gut, jetzt Fan, ne? Ich werde es jetzt nicht überstrapazieren, aber wenn du schon sagst, der ist ja trotz allem angeguckt hat, dass es sich das nicht mehr interessiert. Das hört sich dann nicht an, als ob das jetzt. Also es hat sehr schnell aufgehört, ja. Dazu musst du dir halt nur angucken, wer so rausfliegt am Anfang gleich. Und dann kannst du dir mal die Frage stellen, was zum Geier so? Und aus welchen Gründen, ja. Ich will das gar nicht haten, ja. Ich lebe ja auch nicht in der Situation, ich kann ja auch nicht sagen, wie ich vielleicht reagiert hätte oder so, aber ey. Also, so manchmal habe ich gedacht, die wollen mich verarschen. Du, vielleicht wollen sie das manchmal sogar. Aber, ja, hast du Panama zu Ende geguckt? Ja. Wie lange hat es Knossi eigentlich ausgehalten? Komplett. Oh, da ist Respekt. Ja, das unerwarteterweise hat er es mit Fritz und Otto durchgeschafft. Sag mal, wie gesagt, ich halte jetzt nicht viel von Fritz, aber was genau ist da eigentlich zwischen ihm und Otto passiert? Weißt du das? Ist da was passiert? Naja, also. Ich meine, Fabio spricht, glaube ich, einmal Sam vs. Wild an und dann kommt Otto so, das wollen wir nicht ansprechen oder so. Also, das hört sich schon so ein bisschen an. Ich denke, kann ich es dir Tatsache nicht sagen. Hört sich so ein bisschen an, als ob die. Gut, vielleicht sind es auch einfach nur die Entgleisung von Fritz, die mich ja auch dazu bewegen. Jetzt habe ich den Namen doch gesagt, naja. Die mich dazu bewegen, das nicht mehr zu gucken, aber hat sich so angehört, als ob da so ein bisschen. Weiß nicht. Ja. Kommst du jetzt eigentlich zurück oder was machst du? Ich mach nochmal mit davon, oder bis meine Hacke bricht. Aber es lohnt sich halt für dich nicht nochmal wiederzukommen. Bis die Hacke bricht. Eins von beiden. Je nachdem, was er. Und da ich nur Kupfer mitnehme und das Stein immer rauswerfe. Also ey, ich will ja jetzt auch keine Gerüchte, aber das hat sich für mich so angehört, als ob, ja, das vielleicht nicht so gut auseinandergegangen ist. Ja, das hört sich stark daran, oder? Ja, so ein bisschen, ne? Aber ich muss auch fairerweise sagen, es hat mich auch sehr verwundert, dass Madden mit besagter Person im Team gegangen ist, weil nach 1 und nach Panama habe ich eigentlich gedacht, dass die sich auch so ein bisschen, weiß nicht, hatte nicht das Gefühl, als ob die jetzt so die größten Buddies sind, aber. Ja, das hat sich wieder geändert auf jeden Fall dann. Manchmal steckst du ja auch nicht drin, ne? Ja, aber
Ich sag mal so, deswegen fand ich es nicht besser, dass die zusammen da... Naja. Wirst du denn vielleicht mal hören oder sehen, warum? Ich weiß nicht, noch Kupfer, aber ich bin voll voll. Hm. Müssen wir denn später mitnehmen? Naja, also... Ich meine, wir wollen jetzt auch keinen Spoiler, weil das ist ja, glaube ich, erst bei YouTube raus und so. Hm, meine ich? Ist ja, glaube ich, noch nicht alles bei YouTube draußen, ne? Nee, ich glaube nicht. Also von daher sollen wir da vielleicht nicht drüber sprechen. Aber ich kann dir sagen, wenn du es mir nicht erzählst, werde ich das nicht mitkriegen, weil es mich dafür wirklich null interessiert. Ja, aber dann warten wir lieber, bis es da zumindest raus ist. Dann kann ich dir das gerne mal mitteilen, was. Also außer, aber wenn du jetzt natürlich, ich meine jetzt über die Feiertage und so, Freunde, das ist sowieso der letzte Stream. Bis Januar. Außer ich. Und was ich bezweifle, weil ich bin froh, wenn ich Ruhe habe über die Feiertage, komme auf die Idee, um zu streamen. Aber wenn du jetzt sagst, wir sollen uns die und die Folge mal angucken und dazu reacten oder was auch immer, dann können wir uns das gerne angucken. Ich sage nur, dass ich persönlich werde es mir halt nicht an, also nicht ohne Quote davon einen Nutzen zu haben, werde es mir nicht angucken. Ich kann dir jetzt natürlich nicht genau sagen, welche Folge auf Anhieb. Es interessiert mich ja wirklich. Ich weiß ja, ich kann mich auch nur wiederholen. Ich weiß auch gar nicht, womit das zusammenliegt. Ob das jetzt wirklich nur mit der Person FM zusammenliegt oder ob das mit den Teams zusammenliegt oder. Keine Ahnung, es ist einfach. Panama hat da viel für mich auch einfach uninteressant gemacht. Naja. Da hat es ja auch. Es hat halt stark abgebaut da. Das ist halt so. Also. Wir müssen eigentlich wirklich gleich nochmal gucken. Also, ich werde gleich mal Kisten bauen und so. Ja. Aber. Eigentlich müssten wir noch mal gucken, dass wir noch mal so. Wir brauchen mehr Kohle, Alter. Das ist. Ja. Das habe ich auch schon gesagt. Ist das jetzt hier nur Blueberry oder? Ja, das ist nur Blueberry. Mehr würde ich auch nicht machen. Ich würde jetzt noch einen Stau vielleicht dran machen und dann. Ich würde es ja auch nicht übertreiben irgendwie. Boah, ich finde. Also einen noch, ja, weil alleine sonst mein Monk triggert. Wir sind gerade. Ja, genau, deswegen. Aber ich finde 12 schon ein bisschen viel, aber das ist jetzt okay. Dann bau doch einen ab oder so, dann hast du sie noch 10. Lass uns 12 machen, das ist okay, aber mehr würde ich da wirklich nicht machen. Hast du die Blueberries rausgenommen oder habe ich die weggepackt? Ich habe alle rausgenommen gehabt und weggepackt. Keine Ahnung, ob du jetzt noch welche hast. Die habe ich hier auf jeden Fall reingepackt. Ja. Wie viel brauchst du für einen 5. Weil irgendwie kriege ich immer das hin, dass gerade immer viel übrig bleibt. Dann könntest du Raspberries noch anbauen, oder? Brauchen wir das Tatsache? Ich bin mir gerade nicht sicher, aber ich meine ja, ich glaube, du brauchst später alles. Für die guten, in Anführungsstrichen. Ja, ich kann ja nochmal. Alleine hier die Marmelade später. Du brauchst ja auch. Oder hier, Queen Sham. 8 Raspberries, 6 Blueberries. Das wäre aktuell unser bester Stamina. Gut, eigentlich. Ja, musst du davon aber auch 6 machen. So. Ist auch so ein bisschen Fail von der Mod, oder? Ja, ja. Dass du 5 brauchst zum Anbauen, aber 4 wiederkriegst. Aber wahrscheinlich konnte man das nicht einstellen, dass man nur mit einem anbaut und dann keinen wiederkriegt. Wahrscheinlich musst du einen wiederkriegen oder so. Also wahrscheinlich musst du welche abbauen können, wenn der geplantet wird. Ich sehe uns schon eine Truhe bauen, nur für Raspberries und so. Also, ja, die Küche muss ja irgendwie, das müssen wir uns nochmal anders überlegen. Ja, es war nur die Idee, Platz zu sparen und oder Platz auszunutzen.
Oder wir müssen halt einfach noch weiter nach hinten stellen. Das kann ja auch. Müssen wir mal gucken. Ich habe auch schon eine Idee, wie man es besser machen kann. Muss man mal gucken. Müsste ich es halt nur mal bauen, aber wir wollten ja jetzt eigentlich auch was anderes machen. Ja, ich würde sagen, du kannst, wenn du willst, erstmal noch den Kupfer abbauen, oder? Ja, warte mal. Ich werde mal sehen, dass ich mal kurz... Ich kann dir ja zeigen, was ich vorhabe, wenn ich baue, suchst du Gesundheit. Du kannst das auch erst bauen. Aber der Kupfer, den haben wir jetzt freigelegt, das ist... Ja. Danke. So, hast du diese Hacke schnell mal? Achso, die habe ich ja auch. Und wie, nee. Du hast, glaube ich, nur die Hacke, mit der du hier diese Oberfläche ja, machen kannst, oder? Das gebaut hast, sondern anscheinend nicht. Kannst du mal hier das gerade ziehen, sodass ich hier eine Fläche habe zu Ende bauen, weil hier ist eine Ecke drin. Siehst du die? Ja. Da, wo du stehst hier. Ja, ja, cool, cool, cool. Danke, reicht schon. Das ist jetzt gerade, ich sehe gerade nichts. Ja, ja, also reicht für meine Zwecke rechts. Aber hier ist es auch sogar ein bisschen, ja, hier ist ein bisschen weiter raus. Ist jetzt ein Feld? Nee, wir machen mal. Machen wir zwei oder ein Feld? Ein Feld erstmal. Da ich keine Ahnung habe, was du vorhast. Machst du das schon, Mion? Muss es ja auch eigentlich gar nicht so viel verändern. Eigentlich reicht es, wenn wir da noch einen Platz haben, dass wir da vernünftig Truhen hinpacken können. Boah, die werden doch schon wieder schräg hier, ich sehe es doch. Mir ist mir zu. Ja, die ist mir zu, ne? Wait, warte mal. So machen. Und so machen. Ach, warte mal, das wäre dumm, wenn ich das. Ja, ja. Ist okay. Sehr sicher. Nee, nee. Nee, nee. Aber also, kurz gucken, geht dann noch? Boah, ja, kann ich aber keine höher setzen. Ja, das ist besser. So ist besser. Ja, wie vermisse ich das Holz, was hier gerade noch stand? Das ist in meinem Inventar gelandet. Ich weiß nicht, wer es war, aber irgendwie. Ja, nicht nur in deinem, in meinem auch, aber irgendwie so, schwierig. Nein, ich schaff's nicht bis oben, ein Witz. Da musst du nur eine Truhe bauen, dann kann ich wieder laufen. So, jetzt muss ich nur den Cold, die Smith hier holen, weil ich ja sonst wieder nicht irgendwas hinstellen kann. Haben wir? Ich habe einfach nur eine da hinstellen, die muss ja keine Upgrades haben. Ach. Ja, was sagst du bitte? Ich habe gesagt, kannst du nicht einfach nur eine da hinstellen, die muss ja keine Upgrades haben, oder meinst du, das lohnt nicht? Ja, ich wollte jetzt diese Ressourcen dafür tatsächlich nicht verwenden. Ja, das verstehe ich sogar.
Das. Also so dürfte es jetzt besser sein. Ja, ich bin aber tatsächlich mittlerweile bei dir, dass ich mal mir überlegen sollte, ob ich die Treppe nicht noch besser hinbauen könnte. Geht's dir jetzt auch um, sag. So ein bisschen schon. Ein bisschen schon. Warte mal. Jimmy, das macht doch hier keinen Sinn, was du da machst. Jimmy, das macht doch keinen Jul. So. Habt ihr mal Holz hingeworfen, falls ihr bitte braucht? Ja, aber das reicht nicht. Die scheiß Ruhe frisst ja 10. Was ich auch ein bisschen unverhältnismäßig finde, aber hey. Warte mal, dann nehme ich das mit, das mit. Das ist zum Beschwören. Hat deine Freundin, wow. So einen richtig schönen scheiß Arbeitsplan? Das ist sowieso. Das ist die Frage hier. Achso, ja, und Kita ist dicht. Ja. Immer noch oder schon wieder? Ja, jetzt total. Ja, das ist ähnlich. Also, dieses Jahr ist so durch. Ja, na, jetzt haben sie es komplett zugemacht, because of Corona. War es nicht das letzte Mal schon so? Nee, da war es erst nur zur Krankheit, glaube ich, oder so. Ja, okay, das kann man nicht sagen, ne? Nur jetzt ist der Nachteil, dass jetzt wohl komplett Corona ist, 70-80% der Belegschaft krank ist und dadurch keine Betreuung möglich ist. Ich fühle mich so langsam verarscht. Du von meiner Kita? Nein, guck mal, was auf dem Bildschirm steht. Ach. Nö, nö, jetzt lass ich ausfallen. Das Oder ist sowas? Ja, ich komme ja gleich. Beschissen stellen. Ach, da kommt ja schon die Crew. Hallo. War mich ja würdig, ob das in anderen Bundesländern auch so wäre. Oder. Nee, das Problem ist, ich kann ja auch gar keinen Druck aufbauen. Das ist ja auch nochmal so, weil ich ja nichts zahle. Ja, das ist, du hast ja trotzdem Ansprüche und so, also kannst du dich trotzdem aufbauen. Ja, aber es ist, glaube ich, was anderes. Es ist, glaube ich, was anderes, wenn du aber das Geld dafür blechst. Also. Nein, nein, da bin ich voll ganz bei dir, auch dass es was anderes ist und so. Du hast ja trotzdem auch Druckmittel, weil du hast ja Ansprüche. Also du kannst ja trotzdem Druck machen, so das meine ich. Ja, die sind halt nur nichts wert. Gut, aber das ist ja aber das ist ja auch so eine Einstellung, das ist ja schwierig, oder? Ja, ne, für mich nicht. Für mich ist es okay. Nur das Problem ist nur, für die ist es nichts wert und das merkt man dann halt auch. Die sagen sich, ja, wir kümmern uns um Pipapo und ja, aber letztendlich ist das Problem, ich habe nichts davon, weil es ändert sich halt nichts, außer das Gequatsche, das ich dann kriege. Warum nimmst du deine Axt? Weil er es irgendwie weggepackt hat, während ich gekämpft habe. Ja, okay. Ach komm, dann leck mich doch, wenn du da unten ins Wasser springst. Ja gut, aber das hat ja was mit dem Amt zu tun, oder? Ich glaube, wenn ihr mal da hingehen will und will vielleicht einen Anwalt, also nicht ihr als Familie, sondern ihr als Kita-Gemeinde, aber würde da mal ein vernünftiges Anwalt schreiben oder so, dann würde sich wahrscheinlich auch was ändern, oder? Also zumindest wäre mehr nicht. Druck da, sagen wir es so. Es fühlt sich jedenfalls nicht so an, als würde sich was ändern. Hier ist ein Pult, kommst du mal mit deinem Hammer? Oder? Ja, das Problem ist, die sind zu nah an. Oh, wow, was hat, wie hat der es geschafft, mich zu vergiften? Die Bienen, ach so. Die Bienen hat wohl gemacht. Der Pulk ist nicht mehr pulkig.